Hi und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Serious SEO hier auf Semrush Deutschland. Heute reden wir über das Thema manuelle Maßnahmen und hier vor allen Dingen über drei Punkte. Der erste Punkt ist, wie viele manuelle Maßnahmen gibt es eigentlich und wie kann man sie vielleicht auch grob clustern? Dann erzähle ich im zweiten Punkt etwas über das Thema Häufigkeit und meine Erfahrung. Und im dritten Punkt geht es darum, was man tun sollte, wenn man von einer manuellen Maßnahme betroffen ist. Viel Spaß dabei! Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an. Wie viele manuelle Maßnahmen gibt es eigentlich? Aktuell weist Google 14 verschiedene manuelle Maßnahmen aus auf ihrer Search Console Hilfeseite. Und diese 14 manuellen Maßnahmen kann man, glaube ich, ganz gut in drei große Themenbereiche clustern. Der erste Themenbereich, den würde ich mal umschreiben mit dem ganzen Thema Anwendungsfehler, Integrationsfehler, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und hier fallen vor allem die ganzen manuellen Maßnahmen rein, die sich um Structured Data handeln, um Discover handeln, um News handeln. Das ist schon ein ziemlich großer Block. Allein bei Structured Data gibt es 23 Punkte in einer Liste, weswegen man eine manuelle Maßnahme bekommen kann. Das fängt an von irreführenden Informationen, wenn im Structured Data was anderes ausgezeichnet worden ist, als das, was dem User präsentiert wird. Das könnten aber auch einfach verdeckte Informationen sein. Also im Structured Data wird was ausgezeichnet, was dem User nicht gezeigt wird. Das sind schon Gründe für eine manuelle Maßnahme in dem Bereich. Und bei News Discover gibt es auch 13 Unterpunkte. Und auch hier geht es dann teilweise um Dinge wie Sprache, ja, also Hate Speech, Belästigung oder ähnliches. Aber natürlich gibt es auch hier integrationsorientierte manuelle Maßnahmen. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Bereich. Der zweite Bereich, den würde ich da mal umschreiben mit dem ganzen Thema Spam, Cloaking, irreführende Weiterleitung und all dem. Das ist schon etwas, womit man etwas weniger in Berührung kommt, was es aber schon in einer großen Anzahl irgendwie gibt. Ein paar Sachen sind vielleicht weniger relevant geworden, ja, mobile Weiterleitung, weil es sowas kaum noch gibt. Aber in der Form ist das sicherlich einer der großen Themenblöcke. Und der dritte Themenblock wäre dann natürlich das ganze Thema Links und hier vor allen Dingen in Unterscheidung eingehende und ausgehende Links. Wir wissen ja alle, dass natürlich vor allen Dingen manuelle Maßnahmen für eingehende Links ausgesprochen wurden und werden. Es gibt es aber eben auch für ausgehende Links, also für all die, die Links integrieren, die dann vielleicht nicht den Guidelines entsprechen. Auch dafür kann es eine manuelle Maßnahme geben. Also ein ziemlich großer Bereich an manuellen Maßnahmen, den es gibt. Und weil viele damit nicht so oft in Berührung kommen, lohnt es sich da schon mal reinzuschauen, damit man einfach sich bewusst ist, welche Fallstricke da lauern können. Im zweiten Punkt reden wir darüber, was sind denn die häufigsten manuellen Maßnahmen? Nun wird hier leider keine Statistik geführt. Und auch ich kann ehrlicherweise jetzt nur meine Meinung wiedergeben oder das, was ich aus Erfahrung einfach weiß und gesehen habe. Und ich würde aber mal sagen, der erste große Punkt bleibt das Thema Spam. Ich habe, glaube ich, das war 2019 mit John Müller einmal kurz auf der SMX in München. Das war, glaube ich, so die letzte in persona gesprochen und ihm mal die Frage gestellt, was sind die häufigsten manuellen Maßnahmen? Und da kam relativ deutlich, dass das Thema Spam halt mit als erstes. So. Und das wundert eigentlich einen auch nicht. Jeder, der viel beispielsweise im Bereich Link-Profil-Analysen macht, der sieht diesen ganzen Schmutz, den es gibt, der da generiert wird, automatisiert generiert wird. Das ist also kein Wunder, dass das wahrscheinlich bis heute auch der Bereich ist, wo am meisten manuelle Maßnahmen ausgesprochen werden. Und dann ist natürlich die Frage, ist es denn dann eher der Bereich Links oder ist es eher vielleicht der Bereich Structured Data, Discover, AMP? Ich glaube, das hält sich vielleicht sogar fast die Waage. Je nach Land kann das natürlich auch unterschiedlich sein. Ich glaube, was man bei dem ganzen Thema Discover und Structured Data wissen muss oder sich bewusst machen muss, ist,
da kann natürlich auch eine manuelle Maßnahme mal schnell passieren, wenn man gar nicht wusste, dass man was falsch gemacht hat. Man hat was implementiert, man wusste vielleicht nicht so richtig, wie man das machen will. Ich habe ja vorhin einmal schon gesagt, es reicht ja schon, wenn irgendwas ausgezeichnet wurde, was vielleicht nicht angezeigt wird. Das reicht ja schon, dass irgendeiner vielleicht was auf Mobile hidden gestellt hat oder, ja. Und schon ist man potenziell in der Gefahr, dann eine manuelle Maßnahme zu kriegen. So. Also das ist schon ein nicht ganz kleines Cluster, vor allen Dingen mit diesen ganzen Unterpunkten. Ich glaube, er hat 13, habe ich ja gesagt, bei Discover und um die 23 bei Structured Data. Also da ist ja schon einiges an Gefahren, was da lauert. Und bei Links ist es natürlich so, dass das vor allen Dingen in der Story gab es das sehr, sehr oft. So, ich würde sagen, zwischen 2010, 2014, 2015, da war eine regelrechte Welle an manuellen Maßnahmen für Links, weil das natürlich auch die Zeit war, wo sehr, sehr exzessiv und auch sehr, sehr aggressiv Links aufgebaut worden sind. Das ist danach so ein bisschen zurückgegangen, vielleicht auch wegen dem ganzen Thema Pinguin im Realtime. Aber nichtsdestotrotz sind das sicherlich dann so die nächsten beiden Bereiche, wo manuelle Maßnahmen häufig ausgesprochen werden. So, und im dritten Punkt geht es jetzt darum, was macht man eigentlich, wenn man eine manuelle Maßnahme bekommen hat? Und hier will ich vor allen Dingen mal auf drei Punkte eingehen. Das erste ist, man muss natürlich verstehen, welche manuelle Maßnahme hat man da bekommen und warum hat man sie bekommen und das Thema einfach wirklich verstehen. Ja, das ist, glaube ich, das Erste, das wichtig ist. Das Zweite ist dann bereinigen und das wirklich ernsthaft. Also wenn es jetzt im Bereich Links ist, dann muss man wirklich sehr, sehr umfangreich Daten aggregieren, sich das anschauen und wirklich auch ein Stück weit entemotionalisiert Zöpfe abschneiden. Das tut einem vielleicht weh, vielleicht hat man auch gar keinen Bezug dazu, weil man, ja, weil die Domain schon irgendwie alt ist, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, ja. Aber da ist vor allen Dingen das ganze Thema Datenaggregation wichtig, weil das ist ein wirklich sehr, sehr umfangreicher Bereich. So, bei solchen Themen wie beispielsweise Structured Data, da geht es ja hauptsächlich um euer On-Page-Verhalten, um das, was auf der Webseite ist. Das ist also vielleicht ein bisschen leichter zu lokalisieren und zu verstehen und dann auch zu verändern. Ja, aber auf jeden Fall ist das Thema dann wirklich aktive Annahme des Problems und Behebung des Problems. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so gut wie möglich oder vollständig das Nächste, was man dann tun sollte. So, und wenn man das gemacht hat, dann kommt im Prinzip der Schritt des Reconsideration Requests. Das ist also dann die Anfrage an Google, die manuelle Maßnahme bitte zu überprüfen und eventuell halt eben auch wieder wegzunehmen. Und hier gibt es die Möglichkeit dann, eine Nachricht an den Google Quality Rater zu schreiben. Und diese Nachricht ist verdammt wichtig. Also nicht einfach nur irgendwie den Button drücken und sagen, bitte überprüft mal, sondern in so einen Reconsideration Request sollte man mindestens mal so 3-4 Sachen reingeschrieben haben. Das erste ist, man sollte sich freundlich entschuldigen, weil schlussendlich habt ihr den Fehler gemacht, ihr habt gegen Guidelines verstoßen. Es gibt immer mal wieder Berichte, dass da Leute extrem unhöflich sind. Das hilft nicht wirklich. Auf der anderen Seite sitzt ein Mensch. Also ich empfehle einfach, freundlich zu sein und sich zu entschuldigen, dass dieses Problem überhaupt aufgetreten ist. Dann sicherlich einmal aufzeigen, was man gemacht hat und das wirklich, wenn nötig, ausführlich dokumentieren. Ja, was hat man gemacht? Das Ergebnis präsentieren. Also im Beispielsfalle von Links könnte man jetzt sagen, ich habe mir eben so und so viel angeguckt und das Ergebnis ist, wir haben so viel abgebaut, so und so viel disavowed und so weiter. Ja, also das Ergebnis mit rein. Und am Ende sicherlich eine Formulierung im Sinne von, hey, ich denke, ich habe jetzt alles getan. Wenn aber nicht, dann helft mir bitte. Ich bin bereit, auch weiterzumachen, um dieses Problem zu lösen. Und dann hat man, glaube ich, so in 3-4 Punkten eine sehr, sehr gute Nachricht an den Google Quality Rater, die einem helfen kann, dass entweder das Feedback gut ist oder eben die manuelle Maßnahme bei gutem Aufräumverhalten schon entfernt wird. So. Ja, also das ist sicherlich der dritte Punkt und von daher, da sollte man auch nochmal so ein bisschen Energie reinstecken und nicht einfach nur denken, okay, ich habe das jetzt schon alles bereinigt, ich drücke jetzt nur auf den Knopf und dann ist es vorbei. So, ne? Und dann gilt es zu warten. Da muss man einfach warten und gucken, wie das Feedback ist und wenn es gut ist, alles wunderbar und wenn nicht, dann geht's in die zweite Runde. So,
Das war's zum Thema manuelle Maßnahmen von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne einen Daumen oben hier und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video von Serious SEO hier auf SEMrush Deutschland.